Was ist Resilienz? Resilienz, das ist die Fähigkeit, sich schnell von Rückschlägen, aber auch Niederlagen zu erholen. Es ist der Schlüsselfaktor für den Erfolg. Die Resilienz sorgt dafür, dass man nach einer Niederlage wieder aufsteht, weitermacht und zurück auf die Erfolgsspur kommt. Die Resilienz hat für mich im Fußball oder allgemein im Sport drei ganz wichtige Themenbereiche. Da haben wir einmal den Druck, die Anpassungsfähigkeit, die man immer wieder beweisen muss und die Herausforderungen, die man angehen muss. Und mit dem Druck möchte ich heute gerne starten. Der Druck, das ist etwas, was ich als Fußballer tagtäglich erlebe. Ich würde sogar behaupten, als Goalie bin ich da nochmal ein bisschen mehr am Druck ausgesetzt wie andere Spieler. Natürlich, der Stürmer, der in der 93. muss einen Elfmeter reinmachen, der hat auch einen riesen Druck, das wollte ich gar nicht bestreiten. Aber als Goalie gehst du jeden Tag auf den Platz und du weißt genau, jeder Fehler von dir ist normalerweise ein Gegengoal. Der Mittelfeldspieler, der einen Ball verliert, der weiss, es hat vielleicht 4-5 Verteidiger hinter ihm. Es hat auch noch einen Goalie hinter ihm, der den Fehler ausbügeln kann. Als Goalie bist du der Letzte und normalerweise kann dir auch keiner mehr helfen. Speziell am Goalie sein ist auch, du bist ein Einzelkämpfer, ein Einzelspieler in einem Team. Das fängt damit an, du bist der Einzige, der Händchen noch hat. Der Einzige, der den Böllen mit den Händen nehmen darf. Du trainierst ganz anders wie deine Mannschaftskollegen. Am Spieltag bist du der Erste, der ins Stadion hineingeht, der Erste, der einlaufen geht. Die Mannschaft folgt dir erst 10 Minuten später. Dementsprechend bist du aber auch der Erste, der wieder zurück in den Garderoben ist und mal 5 Minuten ganz allein in den Garderoben Zeit verbringen muss. Und ich glaube, das extremste Beispiel, wo sich alle vielleicht nicht so bewusst sind, aber wenn meine Mannschaft das Goal schiesst, dann sind alle Spieler irgendwo auf der anderen Seite vom Stadion und jubeln zusammen. Und ich bin allein. Im besten Fall mit den eigenen Fans im Rücken, im schlimmsten Fall mit den gegnerischen. Ein Tag, wo ich extrem Druck hatte in meiner Karriere, wo ich gerne immer auch wieder zurückschaue, war 2018, das 16. Finale der Europa League gegen Napoli. Das erste Mal seit langem, dass der FC Zürich eine Gruppenphase überstanden hat. Das Stadion war natürlich ausverkauft. Die Ticketsanfragen sind über 250'000 reingekommen. Das Stadion hat aber nur knapp 30'000 Plätze. Man weiss als kleinere Mannschaft, dass man in solchen Spielen immer Chancen hat für eine Überraschung. Der Coup ist immer möglich. Aber nur dann, wenn jeder Spieler an sein Maximum gehen kann. Wenn alle 11 anfangen, plus die 5, die eingewechselt werden, die Top-Leistung abrufen können und keine gravierenden Fehler machen. Aber genau so ein Fehler ist mir passiert. Und dann auch noch am Anfang des Spiels, in den ersten 15 Minuten. Eine schlechte Ballannahme. Der Spieler von Napoli kann dazwischen gehen. Ein Querpass, leeres Goal. Ich habe Napoli eingeladen für das erste Goal im letzten Grund. Und sofort hat man gemerkt, im Stadion, die Hoffnung, der Funke, der rum war bei den Fans, weg. Ich mit meinem Fehler dafür gesorgt, dass die Hoffnung bei unseren Fans weggegangen ist. Was geht einem sonst noch durch den Kopf? Man weiss, das ist ein Spiel mit grossem Interesse, auch medial. Vielleicht 1 Million Zuschauer am Fernsehen, die den Fehler gesehen haben. Aber man weiss auch genau, nach dem Match, wenn ich durch die Mixzone durchlaufe, dort hat es 15 bis 20 Journalisten, wo jeder Einzelne mich nochmal wird auf den Fehler ansprechen. Das Schlimmste, was man machen kann in dieser Situation, ist, dass man sich von dem Fehler beeinflussen lässt, dass man weiter an den Fehler denkt und nicht mehr seine Leistung abrufen kann. In meiner Karriere habe ich mir angewöhnt, in solchen Situationen Festplatten zu löschen. Was passiert ist, ist passiert. Das kann ich nicht mehr ändern. Was ich aber beeinflussen kann, ist meine Leistung, die restlichen Minuten, die restlichen Spielminuten. Auch gegen Napoli habe ich in den restlichen 75 Minuten den ein oder anderen guten Save gemacht. Macht das meinen Fehler wett? Nein, auf keinen Fall. Aber man wird mit ein bisschen anderen Augen auf meine Performance an diesem Tag zurückschauen. Auch ein Druck, den wir natürlich haben, ist der öffentliche Druck. Von uns wird verlangt, Wochenende für Wochenende Top-Leistungen abzurufen. Und dann spielt es keine Rolle, ob man vielleicht die Hälfte der Woche verletzt verpasst hat, ob man die letzten 2 Tage zu wenig geschlafen hat, weil die Kinder krank sind. Und. Da gibt es ganz viele Gründe. Aber wir müssen Wochenende für Wochenende abliefern. Wenn nicht, wissen wir, der Konkurrenzkampf ist so gross, dann kommt der Nächste. Auch der Social-Media-Druck ist natürlich enorm. Vor allem heutzutage, wo
sehr schnell in den Emotionen zum Handy gegriffen wird. Es wird schnell mal ein Kommentar oder eine Nachricht abgesendet. Und das meistens aus einer Anonymität heraus, wo wir Spieler gar nicht wissen, mit wem wir da kommunizieren oder von wem wir da angefunden werden. Kommt dann noch dazu, dass vielleicht die Familie oder sogar die eigenen Kinder mit einbezogen werden und angegriffen werden. Das ist schwierig, dass einem das kalt lässt. Und der letzte Punkt ist der Journalismus. Wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben viele Medien, die über uns schreiben. Und ich glaube, das hat jeder von euch auch schon gemerkt. Die Medien schreiben oftmals in einem negativen Ton. Weil einfach die negativen Schlagzeilen generieren mehr Klicks. Das ist vielleicht so, weil vor ganz, ganz vielen Jahren sind die negativen News die überlebensnotwendigen gewesen. Wenn wir müssen schnell erfahren, dass irgendwie das Dorf bald angegriffen wird und man muss Zeug packen und verschwinden, das ist wichtiger gewesen, wie irgendetwas Gutes, was passiert ist. Und gerade das, dem nehmen sich die Journalisten an. Und speziell auch wieder beim Goalie natürlich, wo so viele kleine Fehler können spielentscheidend sein, wird lieber mal über diese Sachen geschrieben, anstatt über die 4-5 Heldentaten, die er in diesem Spiel hatte. Der nächste Punkt ist die Anpassungsfähigkeit. Zudem gibt es die Evolutionstheorie von Charles Darwin, die heisst Survival of the Fittest. Ist das so? Ist wirklich am Ende des Tages der Stärkste, der Fitteste, der am meisten Sport vielleicht treibt, ist das der überlebt? Oder ist es nicht doch der sich am besten anpassen kann, der je nach Situation andere Stärken ausspielen kann? Auch der Fußball ist ein Sport, wo man extrem anpassungsfähig sein muss. Sehr ein taktischer Sport. Fehler in dieser Taktik müssen innerhalb von Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, angepasst werden, weil sie sonst einfach vom Gegner gnadenlos ausgenommen werden. Als Fußballverein muss man sich auch immer bewusst sein, was wollen wir? Wollen wir unser Spiel machen oder wollen wir uns so am Gegner anpassen, dass er seine Taktik nicht durchführen kann? Wir wollen natürlich bei dem Heimspiel aktiv sein. Jeder, der auf Zürich kommt, soll sich uns anpassen. Wir wollen hoch stehen, hoch pressen. Ich kann mich gut an ein Spiel erinnern, das Jahr gegen St. Gallen, wo wir genau so ins Spiel gestartet sind. Höch gestanden, früh Druck gemacht, das Diktat übernommen. Nach 10 Minuten aber haben wir eine rote Karte bekommen. Und wir haben sofort gewusst, wir haben nur noch eine Chance in diesem Match, wenn wir uns jetzt anpassen. Und zwar besser anpassen wie unsere Gegner. Das haben wir dann gemacht. Wir haben uns zurückgezogen, das eigene Goal verteidigt. 80 Minuten in Unterzahl, keine einzige grosse Chance zugelassen vom Gegner. Krönender Abschluss, 88. Minute, ein Standard, Kopfballgoal, wir haben 1-0 gewonnen. Nur dank unserer besseren Anpassungsfähigkeit im Vergleich zu unserem Gegner. Dann kommen noch die Herausforderungen, oder besser auch die Herausforderungen, die man annehmen sollte. There is no comfort in learning and no learning in comfort. Was soll das heissen? Ab und zu muss man seine Komfortzone verlassen. Man muss sie verlassen, um stärker zu werden, um Erfahrungen zu sammeln. Die Erfahrungen sind vielleicht nicht immer positiv. Vielleicht sind sie auch negativ. Vielleicht scheitert man mit etwas. Aber wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht, wird man wieder stärker und man kann wieder etwas daraus lernen. Auch ich hatte in meiner Karriere so einige Herausforderungen gehabt. Eine ganz extreme oder prekär war, ich bin 2019 zum Captain ernannt worden. Damals eine Woche vor dem Saisonstart ist der damalige Trainer zu mir gekommen und hat gesagt, sie haben das besprochen intern im Verein mit der Vereinsführung. Man braucht einen neuen Captain und sie sehen mich in dieser Position. Aber es liegt an mir zu entscheiden, will ich das? Will ich die Aufgabe annehmen? Ja oder nein? Bin ich dem gewachsen? Ja oder nein? Für mich ist natürlich sofort klar gewesen, ja, das will ich. Ich war schon länger Führungsspieler gewesen, habe Verantwortung getragen. Ich habe aber auch gewusst, dass natürlich das Captainamt, das ist nochmal eine Stufe höher. Ich bin mir aber sicher und so bewusst gewesen, dass ich gewusst habe, ich kann das Amt annehmen und ausführen, ohne dass meine Performance, meine Leistung darunter leidet. Kurz darauf aber ist dann auch noch die Corona-Pandemie gekommen. Die hat uns vom einen auf den anderen Tag getroffen. Wir haben noch ein Freundschaftsspiel in Kriens und am nächsten Tag haben wir nicht mal mehr trainieren. Eine grosse Herausforderung natürlich für den ganzen Verein, für den ganzen Coaching-Staff, aber auch für mich als Führungsspieler. Was macht man in dieser Situation? Wie betreut man einen Spieler, der von einem Tag auf den anderen
nicht mehr tagtäglich ins Training kann, so wie er es gewohnt ist, wo er es jahrelang gemacht hat, seit ein kleines Kind. Wie betreut man die Spieler mit Trainingsplänen? Wenn man nicht mal weiss, trainieren wir in 2 Wochen wieder mit der Mannschaft oder erst in 2 Monaten. Aber auch der Verein. Was bedeutet das, wenn man die Nähe zu den Fans nicht mehr hat? Wenn die Fans uns nicht jedes Wochenende im Stadion unterstützen können? Was bedeuten die fehlenden Einnahmen? Ganz, ganz viele Fragezeichen und Herausforderung für alle. Für uns als Mannschaft ist es extrem wichtig, wie schon gesagt, dass wir trotzdem den Austausch mit den Fans haben. Und wir sind dann dazumal, ich zusammen mit meinen Mannschaftsratkollegen, sind wir zu der Vereinsführung gegangen und haben mit ihnen über ein paar PR-Aktionen geredet, wo wir dann auch 2 davon umgesetzt haben. Die erste war die Homeschooling-Aktion. Das war die Phase, in der alle Schulen zu waren, alle Schüler waren daheim. Und wir wollten, dass die Schüler mal mit jemand anderem über die Aufzüge reden können, anstatt mit den Eltern, mit den Lehrern oder mit den Geschwistern. Und wir haben uns sozusagen als Hilfslehrer zur Verfügung gestellt. Unglaubliche Herausforderung, weil für die meisten von uns war die Schulzeit schon ein paar Jahre her. Und natürlich eine riesige Herausforderung, die einfachsten Sachen kindgerecht zu erklären. Aber auch das Wichtigste für uns war, den Austausch zu Nähe zu unseren Fans und vor allem diesen Kindern mal 5 Minuten ein bisschen Spass ins Lernen hineinzubringen. Die zweite Aktion, die wir gemacht haben, war ein Paketdienst. Wir haben an einem Tag alle Bestellungen aus dem Fanshop das zweite in 2er-Teams ausgetragen und haben uns als Böstler für einen Tag zur Verfügung gestellt. Auch da wieder extrem wertvoll, der Austausch mit den Fans. Auch wenn es nur ganz kurz war, dann, wenn wir ihnen ein Paket in die Hand gedrückt haben. Zum Abschluss kommen wir noch zu den 5 wichtigsten Learnings aus meiner Karriere. Erstens, es ist wichtig, dass man sich realistische Ziele setzt. Die Ziele sollen hoch gesteckt sein, aber immer wichtig, dass sie realistisch sind und erreichbar sind. Und dann auch wichtig, dass man sich den Weg dorthin in kleine Zwischenschritte unterteilt, sodass man immer wieder ein Erfolgserlebnis hat. Wichtig, dass man den Fokus nie verliert. Und zwar den Fokus auf das, was man kontrollieren kann. Es gibt viele Sachen im Leben, die entziehen sich unserer Kontrolle. Und es wäre das Schlechteste, was man machen kann, Energie bei diesen Sachen zu verlieren. Darum konzentrieren auf die Sachen, die man kontrollieren kann. Dann braucht man ein gutes Umfeld, ein Netzwerk, das einem unterstützt. Wir alle haben bessere Phasen in unserem Leben, da braucht man vielleicht ein bisschen weniger Unterstützung. Wir alle haben aber auch ein bisschen schwierigere Phasen. Da ist es wichtig, dass man Leute um sich herum hat, die einem unterstützen. Das können Freunde sein, Arbeitskollegen, können Eltern sein, es können aber auch ganz spezielle Coaches sein. Dann man muss aus den Rückschlägen lernen. Es ist okay, wenn man Rückschläge hat. Die können positiv und negativ sein, aber es ist immer wichtig, was man daraus lernt, sodass man es nachher in einen Erfolg ummünzen kann. Und das Letzte, Achtsamkeit. Resilienz braucht körperliche und geistige Stärke. Darum ist es wichtig, dass man seinen Körper und seinen Geist unterstützt, indem man sich gut ernährt, viel bewegt und ausreichend schläft. Und das Allerwichtigste ist, dass man auf das Signal vom Körper hört. Danke euch vielmals.